meine Nutella-Frühstücker und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo, Leute. Endlich ist es soweit, es gibt sie auch in Deutschland. Und zwar rede ich von den Nutella-Biscuits. Ja, Leute, ihr kennt ja wahrscheinlich alle die Prinzenrolle Creamies. Das sind ja so ähnliche Kekse, also gefüllt mit einer Nuss-Nougat-Creme. Ich bin jetzt mal gespannt, ob die hier auch wirklich richtig nach Nutella schmecken. Ich bin ja nicht so der Nuss-Nougat-Freund, aber Nutella mag ich sehr gerne. Es gab sie auch mal für eine kurze Zeit in Deutschland, so als Produkt zum Testen. Aber sie waren nicht lange auf dem Markt. Ich habe die Sorte auch damals verpasst. Es war eine ganz kleine Tüte. Hier haben wir jetzt einmal 304 Gramm. Ich lüge euch nicht an, Leute. 304 Gramm. Diese 4 Gramm sind alles. Auf jeden Fall werde ich sie jetzt hier mal für euch testen, mit euch testen. Es ist wirklich, ich weiß nicht, warum man immer so große Tüten... Naja, Leute, ihr seht sie hier einmal. Nutella Biscuits für Nutella-Freunde. Ich versuche jetzt hier mal den Deckel abzuheben, wenn das klappt. So ein bisschen. Hier, ihr könnt das sehen. Und es ist echt richtig cremig. Ihr seht hier diese... Ja, ihr könnt es sehen, es ist eine richtige, es ist richtig Nutella. Es ist keine normale Nuss-Nougat-Creme. Dass das Nutella ist, finde ich schon richtig gut, weil normale andere Nuss-Nougat-Cremes, da schmeckt man einfach den Unterschied. Der Keks, das ist jetzt nichts Besonderes, finde ich. Es ist aber schön cremig. Wenn man das alles so in einem isst, dann hat man schon sehr viel Crunch und Keks. Ja. Was soll ich jetzt sagen? es ist ein Keks mit einer Nuss-Nougat-Creme. Es ist Nutella, es ist nicht einfach nur Nuss-Nougat. Dass es Nutella ist, ist schon richtig gut. Muss ja auch, es steht ja auch Nutella drauf. Es ist jetzt nicht das beste Produkt von Ferrero, ja, also wirklich nicht. Ich finde auch die Prinzenrolle Creamies in der Sorte mit Choc and Milk viel, viel besser. Die schmecken richtig nochmal schön nach Kinderschokolade. Hier hat man Nuss-Nougat und Keks. Es schmeckt nach dem, was draufsteht. Es ist jetzt aber auch nicht atemberaubend richtig gut. Also ich würde denen hier durchschnittliche 5 Punkte geben. Ja, die Nutella-Biscuits, man kann es gerne machen. Man kann sich aber auch genauso gut die anderen Sorten kaufen, ja, wo nur Nuss-Nougat drin ist und kein Nutella. Die schmecken ähnlich. Ich finde hier der Keks, der schmeckt auch ein bisschen langweilig. Und... ich würde sie mir jetzt nicht nur kaufen, um da diese Creme rauszulutschen. Ihr könnt sie aber auch gerne mal probieren und sagen, wie ihr sie so findet. Und ich freue mich, Leute. Tschüss.